Hi ihr Lieben, heute ist Dienstag und es ist jetzt, glaube ich, schon kurz nach 9. Stimmt auch. Ich habe mich gerade rangesetzt an die Kommentare. Das heißt, das ist jetzt fürs erste meine Arbeit. Und Adrian sitzt auf der Couch und wir telefonieren gleich. Wir haben gerade gefrühstückt und Guten Morgen! guten Morgen. Ich Auf jeden telefoniere auch Fall. jetzt, du musst Ist aufhören. okay. Also ich mache jetzt erstmal die Kommentare. Es ist jetzt eine Stunde vergangen. Ich habe die Kommentare alle fertig. Und jetzt mache ich mich aber ganz kurz mal ran an erst Handschuhe, denn in einem Handschuh ist hier ein Loch und das zieht es natürlich auch nicht an. Das heißt, ich werde es erst einmal kurz mal zunähen. So sieht es aus. Hier ist das Loch. Ich meine, die Handschuhe waren ja nicht teuer. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr mit ihm für 1 € oder so bei Teddy gekauft. Aber man muss sie ja nicht gleich wegtun. Das heißt, ich werde jetzt einmal dieses Loch zunähen. Hier habe ich so meine kleine Nähkiste. Also eigentlich müsste ich die bald wieder mal auffüllen, weil ich gar nicht so viel Garn jetzt hier habe. Und jetzt muss ich natürlich in Grau das Ganze suchen. Und ehrlich gesagt habe ich hier nur noch, glaube ich, dieses Blau. Aber das ist doof, das passt nicht. Braun kann ich auch nicht nehmen. Dieses hier passt auch nicht so ganz. Hier sind diverse Knöpfe. Dunkelblau passt aber auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Hab nichts Passendes jetzt an. So habe ich hier auch dunkelblau. Also es sieht echt mau aus in meiner Nähkiste, ne? Ich meine, so oft benutze ich sie ja nicht. Aber jetzt muss ich überlegen, was ich für eine Farbe nehme, die dann einigermaßen irgendwie zu diesen Grauen hier passt. Dann würde ich mal sagen, nehme ich dieses hier, die Reste, ne? Einigermaßen. Naja, irgendwie passt das schon. Wenn ich damit fertig bin, denke ich mir mal, man wird das irgendwie gar nicht so richtig sehen können, ob das jetzt hier passt oder nicht. Ich mache mich mal ran. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich hier die Kommentare gemacht habe und vielen, vielen Dank an alle, die mir jetzt echt tolle Tipps gegeben haben. Viele von euch haben natürlich auch geschrieben, oder einige, nicht viele, aber einige haben geschrieben, wo soll er jetzt den Fernseher gucken? Oh, das passt doch alles gar nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir da irgendwie was überlegen, was wir dann da machen, dass man vom Bett aus auch mal den Fernseher mal sehen kann. Ich würde sagen, also wahrscheinlich wird es dann eher so darauf hinauslaufen, dass wir dann doch diese Kallax-Regale irgendwie vielleicht mal an die Wand stellen und dann den Fernseher drauf oder so. Mal schauen. Also irgendwie wird sich sowieso irgendwie eine Lösung finden, schätze ich mal. Bin gespannt, was Max dazu sagt. Es sind nur noch ein paar Tage, bis er nach Hause kommt. Heute ist ja schon Dienstag, das ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag kommt er schon. Ich habe schon einigen geschrieben, ich zähle schon die Tage. Das ist echt unglaublich, ne? Aber ich. Gut, aber er hat Spaß da. Ich hatte mit ihm, wie gesagt, wir schreiben uns ja jeden Tag oder telefonieren auch fast jeden Tag und hat ihm Spaß gemacht, das Ganze da. Oder macht ihm immer noch Spaß. Das ist doch mal das Wichtigste, ne? Dass es den Kindern gut geht. Was das Essen angeht, ist natürlich eine andere Sache. Ich habe das Gefühl, die essen da total ungesund. Immer so, wenn ich mal mit ihm gesprochen habe, was habt ihr denn heute gegessen? Ja, dann Burger oder Pizza. Und abends gab es irgendwie, glaube ich, Salat oder so, hat er mir ein Bild geschickt. Guck mal, wir essen sogar Salat. Fand ich ganz niedlich. So, ich habe jetzt hier so ein bisschen genäht. Ach, guck mal, sieht man doch gar nicht. So sieht es aus, das Loch ist zu. Also ein ganz kleiner. Ein blauer Punkt ist da zu sehen, so ein hellgrauer. Ich muss mir echt unbedingt mal so ein bisschen so Nähzeug mal holen, weil manchmal braucht man das dann doch und dann ist keine passende Farbe dazu da. Jedenfalls habe ich den Handschuh jetzt hier fertig. Kann dann anziehen. Wir haben das draußen im Moment echt kalt. Also ich meine, gut, bei einigen bei euch wahrscheinlich noch kälter. Sind minus, hat mir eine geschrieben, Roswitha hat mir geschrieben, die hat minus 7 Grad oder so. Bei uns hält sich noch in Grenzen, aber es ist trotzdem ungemütlich und die Sonne scheint natürlich jetzt heute wieder mal nicht. Ja, das ist der Winter. Ich will endlich mal wieder Frühling haben. Echt. Meine ganzen Frühlingsblumen, das Ganzen. Gut, die haben sich schon wieder aufgerichtet. Ich hatte ja Narzissen in meinen Korb gepflanzt. Und zwischendurch hole ich sie dann nachts doch mal rein, weil es einfach zu kalt ist. Und die haben sich wieder aufgerichtet jetzt. Also sind schon ein bisschen aufgetaut. So, das Loch ist jetzt zu. Man sieht ja gar nichts mehr. Das ist das Gute bei diesen Handschuhen. Die sind so flauschig. Man sieht ja gar nichts. Also. Okay, sehen aus wieder wie neu, obwohl ich sehe gerade hier ist noch ein Loch. Das heißt, ich muss so ein bisschen weiter nähen. Er ist übrigens heute nach der Schule bei seinem Freund. Und da gehen die heute hin. Das heißt, wir werden heute mit Adam alleine Mittag essen, ganz ohne Kinder.
Das ist schon echt ungewohnt. Ich meine, total ruhig, ne? So, jetzt kommt der Handschuh Nummer 2. Mit meiner Arbeit bin ich jetzt fertig. Erst Handschuhe sind auch fertig. Und es ist jetzt kurz vor 12. Das heißt, für mich jetzt einmal Mittag kochen. Heute gibt es einmal Nudeln mit Soße, Gemüse und dann mache ich nochmal ein paar Frikadellen dazu. Jetzt habe ich kurz mal den Herd hier abgewischt. Und jedenfalls gibt es jetzt erstmal Frikadellen. Die mache ich dann selber gleich. Das Hackfleisch habe ich jetzt rausgeholt. Es sind ungefähr 500 Gramm. Ich habe mich hier nochmal so 3 kleine Zwiebeln jetzt einfach mal geputzt oder geschält und hier reingetan. Das heißt, ich werde das jetzt damit zerkleinern und dann mache ich nochmal alles weitere. In der Zwischenzeit habe ich schon ein bisschen Gemüse geschnippelt. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier haben wir einmal Zucchini, Karotten, grüne, rote Paprika und Pilze. Und natürlich dürfen da keine Gewürze fehlen. Ich hatte jetzt diesmal kein Knoblauch reingetan, weil ich heute Abend noch was vorhabe. Ich hatte einmal Kurkuma drin, einmal Curry war drin, dann einmal Rosmarin. Paprikapulver hatte ich leider nicht mehr gehabt. Das muss ich unbedingt nochmal besorgen, weil es auch immer ganz gut ist. Und ja, das war's. Kurkuma, Curry, achso, und schwarze Pfeffer. Hatte ich auch nochmal ein bisschen mit drin. So, das Gemüse kommt gleich nochmal in den Backofen. Und ich habe mir überlegt, es gibt wie gesagt Nudeln dazu. Die muss ich jetzt mal aufkochen. So. Das Gemüse stelle ich einfach mal bei 180 Grad rein. Und das soll jetzt einmal backen. Das Wasser für die Nudeln ist auch schon auf dem Herd. Habe ich angemacht. Und jetzt muss ich einmal nur noch die Frikadellen einmal formen. Die Frikadellen sind jetzt fertig. Das heißt, ich warte mal ganz kurz, bis natürlich das Gemüse so ein bisschen. Ich bin schon wieder unscharf. Blöde Kamera, so jetzt. Das Wasser muss natürlich nochmal aufkochen, damit ich mal die Nudeln kochen kann. Gemüse muss auch noch ein bisschen vor sich herbacken. Und heute gibt es diese Nudeln hier. Die haben wir zu Weihnachten geschenkt bekommen von Adrians Schwester. Fand ich total lieb. Das sind sogar noch so Weihnachtsmotive. Pasta di Natale. Also... ich bin gespannt, das ist eine Winterpaste hier und ich glaube, passt ganz gut dazu. Das Wasser kocht schon auf und jetzt kommen nochmal die Nudeln dazu. Sie sehen auf jeden Fall schön bunt aus. Den Tisch habe ich gedeckt, weil ja nicht viel heute. Wir sind ja nur zu zweit heute Mittag. Die Nudeln kochen jetzt schon. Die sind mir gerade einmal übergekocht. Habe ich nicht aufgepasst, obwohl ich daneben stand. Und jetzt kann ich auch anfangen, die Frikadellen einmal zu braten. Das Gemüse im Backofen ist auch schon bald fertig. Die Frikadellen sind eigentlich schon ganz gut. Ich habe schon mal die erste Ladung hier einmal gebraten. Und Adrian telefoniert gerade eben mit Finn. Ganz liebe Grüße an dich an der Stelle. Hat gerade das Handy angemacht, weil er gerade noch ein bisschen Zeit hat. Er hat jetzt sein Video bearbeitet, hochgeladen. Und dann sagt er so, jetzt gehe ich mal wieder mal ein bisschen ans Handy. Und da spricht er gerade mit Finn. So, und ich brate hier nochmal das Essen weiter. Und dann können wir auch schon bald essen. Gerade eben habe ich jetzt ein Fenster geguckt und sehe, dass der Schnee schmilzt. Das ist ja nicht schlecht. Also, es sind doch, glaube ich, plus gerade dann heute. Plus 2 Grad. Ganze 2 Grad plus. So, der Schnee ist wirklich fast weg. Das ist ja echt auch immer so schnell. Und das Essen wäre dann fertig. Also die Nudeln sind hier schon durch. Einmal Gemüse, einmal Soße und einmal die Frikadellen. Die erste Ladung schon mal. Und Adrian ist auch schon da. Er hat gerade auf den Tisch geguckt und dachte, das hier wären Brotstücke. Warum Brot? Sah das so aus? Keine Ahnung. Sind aber Nudeln. Ich bin halt schon blind. Achso. Altersblindheit. Okay, mit 50 geht es da natürlich schon echt. Keine Zähne mehr, die Augen nichts werden mehr. Schlecht. Erinnerung verblasst. Man wird alt. Ich bin alt. Jetzt wollen wir essen. Mit dem Essen sind wir jetzt fertig. Jetzt bin ich gerade dabei, einmal den Tisch abzuräumen. Und jetzt muss ich natürlich auch die Pfanne abwaschen. Gehört nicht so ganz zu meinen Lieblingsaufgaben, muss ich ehrlich gestehen.
Das Essen habe ich jetzt hier einfach mal, die Frikadellen, die ich nochmal das zweite Mal angebraten habe, oder die zweite Ladung von den Frikadellen, habe ich jetzt einfach so hier aufs Gemüse draufgelegt. Das können wir morgen nochmal essen. Hier vorne ist auch noch ganz viel übrig geblieben. Das heißt, also morgen muss ich gar nicht mehr kochen. Und ich höre schon unten meinen Trockner, der jetzt die Wäsche zu Ende getrocknet hat. Das heißt, ich räume hier einmal kurz alles weg, putze nochmal den Herd und mache mich nochmal an die Wäsche an. Bevor ich unten die Wäsche mache, die ist nämlich doch noch nicht so fertig, werde ich einmal ganz kurz hier die Gelegenheit benutzen und einmal diese Kommode aufzuräumen. Guckt mal das mal an. Da sind die ganzen Schals von mir überwiegend drin. Und da musste ich, also heute Morgen habe ich schon angefangen, diese hier so ein bisschen aufzuräumen. Hier sind so Handschuhe, Schals und Mützen von Adrian und von den Kindern. Und der Rest, also diese beiden sind meine. Diese beiden Schubladen sind dann meine. Und da werde ich jetzt mal versuchen, hier so ein bisschen alles ordentlich mal reinzulegen. Manchmal muss es dann doch irgendwie teilweise wirklich ganz schön schnell irgendwie gehen. Und dann wird einfach nur so raufgelegt, raufgelegt, raufgelegt. Und irgendwie gar nicht so richtig. Und dann fangen die Kinder an, irgendwie deren Kram zu suchen. Und zwischendurch ist auch noch irgendwie was hier von Ash bei mir in der Schublade drin. Und eigentlich hatte ich es vorher schon alles sortiert. Aber ich habe scheinbar irgendwie auch zu viele Schals, dass sie mir auch nicht mal alle hier reinpassen. Hier sind noch Mützen. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch kein einziges Mal die Mütze angezogen, weil es doch gar nicht so kalt war. Also es geht. Letztes Jahr habe ich die echt öfters angezogen. Aber gut, der Winter ist ja nicht vorbei. Jedenfalls habe ich hier dann meine Mützen. Die lasse ich dann auch da drin. Das ist von Ash. Ash ist so ein kleiner Mützenverweigerer. Er zieht seit einem Jahr oder so keine Mützen an, sondern nur die Kapuze. Aber die Kapuze vom Pulli und die Kapuze von der Jacke. Also das reicht völlig. Das sehe ich gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber er sagt immer, er schwitzt so. Deswegen lasse ich ihn dann auch und denke ich, okay, dann eben keine Mütze. So, die Schals werde ich alle wieder reinlegen. Und dann kann ich auch endlich mal an ein Video rangehen, was ich jetzt schneiden wollte für morgen, damit es morgen online kommt, weil ich morgen dann doch ein bisschen was anderes vorhabe. Ob das dann alles so wird, weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss echt mal aussortieren von den Schals. Ich habe nämlich noch bei mir im Wohnzimmer in der Truhe, in dieser geflochtenen Truhe, auch noch so ein paar Schals liegen. Hat gesagt, ach, du hast echt so einen Schalltick. Aber irgendwie finde ich immer so gerade so zu passenden, ja, zu den Jacken, kann ich ja nicht nur irgendwie nur ein, zwei Schals haben. Das geht ja gar nicht. Muss ich schon da so passend zur Farbe dann irgendwie auch mal sein. Guck mal, die Schublade ist jetzt voll, ne? So. Und hier ist mein Lieblingshalstuch. Mag ich total gerne. Den habe ich auch schon total lange. Irgendwie habe ich, glaube ich, mal bei Einstein's Family mal gekauft. Schon lange, lange her. Bestimmt schon 4 Jahre oder so. Den immer noch. So, hier habe ich einen Handschuh gefunden. So, und hier werde ich noch eine zweite Schublade mal vornehmen. Guck mal, hier habe ich nämlich die anderen Sachen. Alles so voll. Oh Gott. Wobei, als ich das hier alles einsortiert habe, habe ich dann doch schon ordentlich ausgelistet, dachte ich eigentlich. Hier, guck mal. Den hat Max gesucht die ganze Zeit. Sein Schal, das ist der Schal von Adrian von früher noch. Der ist nämlich von Boss. Aber der ist total toll. Also uralt und Max mag den total gerne. Also er kratzt nicht, sagt er, und auch farblich passt er eigentlich fast zu allem. Den packe ich dann gleich nach unten, weil den hat er nämlich gesucht. Irgendwann sagt er mal, wo ist eigentlich mein Schal? Weil wenn er Fahrrad unterwegs ist, braucht er dann doch seinen Schal. So, hier sind meine Schals. Die packe ich dann einfach hier rein. Ich stelle mal die Kamera kurz ein bisschen höher, damit ihr mich sehen könnt. So. Erstmal die Halstücher. Habe ich auch schon total lange so mit Stern. Hatte ich auch mal irgendwann mal, weiß gar nicht, wo ich gekauft habe. Bei Netto, glaube ich, gab es die sogar. War auch schon bestimmt 4 Jahre alt. So, hier habe ich dann auch was von H&M und ich glaube, den hatte ich von C&A mal, auch so ein ganz normales. Die habe ich auch, den fand ich auch ganz cool. Der ist so eine Hälfte Blümchen, andere Hälfte ganz normal rosa, finde ich auch ganz schön. Was kommt alles jetzt hier rein?
Den fand ich auch ganz cool. Den habe ich, glaube ich, sogar bei, auch bei Family mal gekauft. In Grau. Mit Pünktchen. So. Den hatte ich auch mal irgendwie. Ich glaube, ich habe zwei davon, weil ich die ganz cool fand. Einfach so ganz leicht gestrickt. Und genau, den fand ich auch cool. Den habe ich, glaube ich, sogar bei dem Primark gekauft. Naja, als wir in Berlin waren. Ist auch ganz schön. Sieht aus wie so ein Teppich, würde man sagen. Der ist auch total schön, total kuschelig. Auch so in Weinrot. Den habe ich auch. Ich glaube, den habe ich von H&M, meine ich, oder? Nee, Only ist der. Okay. Ich war mal bei CB in Reisdorf, genau. Den habe ich da mal gekauft. Und den finde ich auch ganz schön. Den hat Max mir mal gekauft, als ich mit ihm unterwegs war. In dem Video, wo er mir alles gekauft hat. Der ist auch ganz schön. Auch so schräg geschnitten und total gut gestrickt. Und so. So, das war jetzt meine Schalsammlung. Die halbe Kommode gehört mir hier. So, und mein Schal, den könnte ich noch waschen. Wollte ich letztes Mal. So, ab in den Keller. So, und die obere Schublade lasse ich dann so, weil hier sind Teile. So gut, nee, meine Handschuhe nehme ich mal raus. Ich zeige euch mal ganz kurz, was da alles drin ist. So, hier in der Schublade haben wir so diverse Brillen. Von den Jungs noch. Hier Adrians Brille. Die Brille gehört Ash. Die hat er früher mal aufgesetzt. Dann haben wir noch hier Handschuhe von den Kindern. Damit die nicht immer so wühlen müssen. Hier ist noch eine Brille. Guck mal, 1000 Brillen. Und hier sind doch meine Parfüms. Hier einmal von Helene Fischer. Habe ich 1, 2, 3. Das ist hier noch nicht ganz leer. Da ist noch Rest drin. Werde ich aber noch verbrauchen. Das riecht auch wirklich total gut. So, und hier sind die Handschuhe von Adrian. Die können dann hier wieder rein. Meine Handschuhe kommen dann zu mir ins Fach. Ja, und dann ist es auch schon fertig. Mit dem Aufräumen bin ich jetzt fertig und jetzt geht es für mich dann natürlich an meine Arbeit, an den Videoschnitt. Ihr Lieben, es ist jetzt 5 und ich hole jetzt einmal ganz kurz mal Ash von seinem Freund ab. Es ist so eisig kalt jetzt wieder. So, Ash habe ich jetzt abgeholt. Steig mal ein in die warme, in die kalte Stube hier. Guck mal, so kalt. Wir haben einen Fall zugewickelt. Was? Mit meinem Freund. Ernst im Fall. Okay. Ash und ich sind wieder zu Hause und gleich gibt es erstmal Abendbrot. Es ist nämlich schon 20 vor 6. Ash hat hier eine Einladungskarte bekommen und zwar zum Geburtstag mit Übernachtung. Bin ich ja gespannt, wie das funktioniert denn. Es werden da einige Jungs sein und ein paar Mädels und so. Und wahrscheinlich wird er echt, die werden, glaube ich, die ganze Nacht gar nicht schlafen. So, ich gehe jetzt einmal kurz hoch, weil ich euch unbedingt mal was zeigen wollte, was ich heute selber erst gesehen habe. Das war dieses hier. Jetzt hat Ash auch ein Sofa. Ist doch cool, ne? Das war jetzt Adrians Idee. Jetzt bin ich, glaube ich, am Flackern hier, ne, mit dem Licht. Hat den Schrank. Warte mal, ne? Irgendwas halt schon nicht hin. Hä? Irgendwas funktioniert. Achso. Er hat den Schrank so ein bisschen noch näher ran an das Bett geschoben. Zeige ich euch gleich mal, wenn ich die Kamera mal umschwenke. Und hat eben für ihn so eine Sitzgelegenheit gebaut. Finde ich auch total cool, weil dann kann er nämlich auch hier sitzen. Und die anderen Sachen, diese beiden Kisten hat er jetzt noch dargestellt. Gute Idee. Er hat sich gerade voll gefreut. Hat es gerade jetzt eben gesehen. Und ich hatte heute Mittag, als ich hier reinkam. Beziehungsweise nein, erst heute Nachmittag. Hier hat sich was verändert. Da hat Adrian mal schnell geschoben. Und eigentlich hätte ich heute Abend einen Infoabend gehabt, und zwar was weiterführende Schule angeht. Jetzt hatte ich ja noch einen Ash abgeholt von seinem Freund und habe nochmal kurz mit seiner Mama geschnackt und so. Und habe dann beschlossen, doch nicht dahin zu fahren, weil da es auch gar nicht so viel Neues gibt. Also das auf diesem Infoabend, das kennen einige Eltern von euch wahrscheinlich auch, aber auch ihr Kinder. Das ist jetzt so, dass wenn man auf die weiterführende Schule geht, irgendwie überlegen kann, wo gehe ich jetzt hin, entweder aufs Gymnasium. Da war bis jetzt immer die G8 bei uns in Schleswig-Holstein, beziehungsweise bei uns. Oder das ist immer so von Schule zu Schule auch mittlerweile schon unterschiedlich, aber auch bei den Bundesländern. Oder halt eben auf eine Gemeinschaftsschule, da sind eben Hauptschule, Realschule und Gymnasium in einem. So, und da werden die Kinder auch ein bisschen anders unterrichtet und die werden heute quasi bei uns in der Schule vorgestellt. So, da habe ich jetzt aber überlegt, da wir schon ungefähr wissen, wo Ash dann hingeht, wo sein Weg dann eben
gehen wird oder gehen soll, muss ich da gar nicht hin. Das heißt, also viel Neues gibt es da nicht. Ich hatte ja alles schon von Max oder mit Max alles durch. Das Gute ist natürlich jetzt, dass wir bei Max schon jetzt gesehen haben, bei der G8 ist eine Katastrophe. Das ist, also eigentlich fehlen mir teilweise schon die Worte, die armen Kinder, sage ich nur dazu. Und bei der, bei dem Jahrgang jetzt in den Ash quasi reinkommt, also von für 2000, ja, also nee, ab 2019, ja, ab dem Jahr 2019 kehrt quasi bei uns die G9 zurück. Gott sei Dank. Also ich hoffe, dass sich das Ganze so ein bisschen entspannt. Denn auch da hatten wir letztes Mal ein Elternamt bei Max ja gehabt, weil er nur die G8 noch hat. Es ist so, dass bei den Kindern generell viele, viele Lücken entstehen. Gerade so jetzt zum Beispiel bei uns ist es in Mathe. So, und die Kinder müssen sich das selbst alles erarbeiten, finde ich irgendwie überhaupt nicht lustig. Also gut, Max ist so einer, der setzt sich hin und wenn er was nicht verstanden hat, dann lernt er so lange oder versucht so lange, sich dahinter zu klemmen und fragt verschiedene Leute, was weiß ich, irgendwie auch aus der Verwandtschaft bei uns. Oder er googelt einfach oder guckt bei YouTube, da gibt es auch solche Lernvideos, bis er das Thema halt eben begriffen hat. So, und nicht alle Kinder sind so, es gibt solche und solche und einige verstehen es auch gar nicht, beziehungsweise die können teilweise den Lehrer gar nicht verstehen, wenn er da irgendwas vorne erzählt und erklärt. Und auf jeden Fall ist es eine Katastrophe. So, und ich hoffe, dass diese G9, die jetzt dann bei uns kommt, echt so ein bisschen Entspannung ist, aber auch bei den Lehrern, weil die Lehrer natürlich auch ihren ganzen Stoff durchziehen müssen, durchpauken müssen in diesen 8 Jahren und das funktioniert nicht so gut. Es gibt Kinder, die schaffen das total schnell, die schnallen das. Es gibt aber auch einige, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. So, deswegen werde ich dann heute um 7 nicht dahin gehen. Ich würde eher sagen, ich gehe dann nachher eben auf die Schule gezielt, in die Schule, zu dem Infoabend, an die eben, ja, Ash wechselt nachher. Und gucke mir das da an und höre mir das an, was sie da jetzt alles vorhaben. So, und jetzt wollen wir erstmal Abendbrot essen. Ash hat sich jetzt frisch gemacht, jetzt ist er unten. Adrian hat schon wieder das Fernhandy geschnappt. Ich glaube, der hat versucht jetzt ein bisschen zu schreiben, aber mit Schreiben ist natürlich nicht so viel. Also eher telefonieren, das ist ein bisschen einfacher. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal runter und mache schon mein Abendbrot. Und ich habe gerade gesehen, dass mein Video auch schon durch ist, was ich vorhin bearbeitet habe. Und auf jeden Fall werde ich das jetzt einmal für morgen einplanen, dass ich es morgen hochladen kann. So, es ist jetzt auch schon langsam hier Feierabend. Wir haben jetzt gegessen. Ash machst dich jetzt Bett fertig, dann lesen wir nochmal die Geschichte. Wahrscheinlich wirst du 2, 3 Kapitel lesen, oder? Ja, 3. Ja, 3. Wir hatten ja das Buch angefangen zu lesen, und zwar Herobrines Rache. Er hat ja Herobrines Schwert, glaube ich, war das erste Teil, ne? Für Minecraft. Mhm. Das war dieses hier. Haben wir durch. Ein total schönes Buch, also ein cooles Buch. Und dann sagt er so, ich will aber auch Teil 2 jetzt haben. Und Teil 2 sind wir gerade dabei. Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt durch. Und jetzt geht es auf jeden Fall ins Bett. Ich habe... Was also, du es cool findest. Ja. Du findest du komischerweise nicht cool. Das Spiel finde ich an sich jetzt nicht so toll, aber das Buch ist richtig klasse und deswegen lesen wir jetzt auch Teil 2. Denn ich weiß gar nicht, ob es weitere Nachfolger noch gibt. Nö, ne? Herobrines Rache und Herobrines. Aber es gab noch 2, 3. Es gibt also noch was. Na gut, dann sind wir noch nicht so richtig fertig. Also Teil 2 lesen wir jetzt gerade. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, war es jetzt mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.